Ich habe ja wieder mal eine Vermutung, wo wir sind. Wir sind nämlich in Bombay. Irgendwie so. Okay. Do not cross here. Wer von euch hat richtig Bock, seine Flagge irgendwo rauszuhängen? Super Whale 100%. Sympathisch. Keine Ahnung, sagt er, hat gleich wieder 24.000 Punkte. Hey, 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 hey. Okay, Western Union hilft mir gar nicht weiter. Eine Flagge wäre nice. Oder ein gutes Graffiti. Hello and welcome to Nigeria. Oh, oh, oh. Okay, TÜV wird schwierig, aber es fährt. Aber es fährt auf der rechten Seite und das ist eigentlich schon die wichtigste Information, die wir damit rausziehen könnten. Aktuell würde ich sagen, sind wir in Kenia. Auch von der Sprache her, maybe. Gute Garage. Ja, und natürlich, die Kerl hat es gerade nochmal geschrieben, falls ihr Bock drauf habt, dass das komplett rauskommen soll, Volumento auch gerne auf Kickstarter supporten. Ist immer eine gute Idee. Okay, aber orangenes Schild? Okay, was sagen die LKWs? Wie parken die hier überhaupt? Oh, Chat, Flagge, Chat. Welche Flagge ist das? Ist es eine Flagge oder ist es ein Company-Logo? Oh. Okay, da hinten möchte ich nicht weiterfahren. Wir haben noch 2 Minuten. Oh, vielleicht ist hier auch einfach mehr Dorf. Ja, good to know. Good to know. Können wir da lang? Okay, es ist ein Linksabbieger. Ah, maybe. Ne, okay, wir können nicht da lang. Entschuldigung. Hast du Informationen? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Das sind jetzt nicht so die konkretesten Informationen, die wir hier gerade rausziehen können. Viele Trucks, aber gute Straßen. Gut geteert hier auf jeden Fall. Akzeptable Infrastruktur. Ich hätte gesagt, Südwesten in Afrika. Könnte auch Ghana sein. Okay, Leute, ich vertraue euch jetzt mal, okay? Vertraue euch jetzt mal mit Ghana. Aber auch nur, weil ich hier bisher noch keine Landesfarbe ansatzweise zuordnen konnte. Wären hier irgendwo Berge, wäre es einfach, dann wären wir in Lesotho. Okay, Namibia ist auch noch okay. Und hier bist du wieder nicht lang gefahren, okay. Touba Oil. Ich glaube, da hinten stehen viel spannendere Informationen als hier. Okay, 5 Sekunden, send it. Yo, Senegal! Und Thi ist sogar eine relativ große Stadt. Und Touba auch.
Das hätte man kennen können mit ein bisschen Ortskenntnis. So mit minimalem Afrika-Verständnis. Okay, das können wir nicht lesen. Aber das Ganze sieht schon mal nach Rechtsverkehr aus. Sehr europäisch. Komischer Standstreifen-Movie, aber okay. Ich möchte nicht vom Google-Auto gefilmt werden. Dankeschön. Gib mir mal Schrift. Karameter, okay. Pizzeria, Picaria, Etna, Villa, Restaurant. Oh Gott. Hat Etna etwas zu bedeuten? Villa Etna. Sind wir in Italien? Aber warum sollten sie Italien mit einem... warum sollten sie Pizzeria da mit einem C schreiben? Villa Etna. Vielleicht ist das auch einfach nur der Name. Oh, 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 oh. Entschuldigung, Herr Toaster-Krankenwagen. Wo kommen Sie bitte her? Oh, da. okay, okay. Kann man probieren, wenn man möchte. Krajewo. Gibt mir jetzt hier so die Vibes. Zumindest vom Namen her. Von der Gegend. Ich kann die Sprache nicht zuordnen. Gute Anzeichen dafür. Ja, ich sag mal Bosnien-Herzegowina. So als ersten Guess. Gucken wir mal, ob wir das noch ein bisschen tiefer hinkriegen. Was steht auf diesem Schild, wenn es so blurry ist? Restaurant. Aha. Wo sind die Leute, die hier die Biermarke sofort erkennen? Tim, das ist ganz klar Nordmazedonien. Lass mal weiter kursen. Wir haben noch 2 Minuten. Oh, die Leute sind ja auf jeden Fall auch ordentlich zu Fuß unterwegs. Das wäre jetzt nicht so die Straße, auf der ich Bock hätte, zu Fuß unterwegs zu sein. Sag ich euch, wie es ist. Okay, Herr Berger, keine Informationen. Was sagt dieser Truck? Yo, Smileys! Im Kartoffel-Power-Ranking ganz weit unten. Okay, es ist eine .com-Adresse. Schade. Schade, schade, schade. Okay, hast du noch was für mich? Oh. Du hast gar nichts für mich, oder? Du hast nur Explosivo geladen. Ja. Yo, die sind ganz schön tricky heute. Nope. Catch them confirmed. Da hat jemand seinen Müll einfach in die Gegend geworfen. Frech. Also gerade könnten wir für meinen Geschmack überall in diesem Rahmen hier sein. Von der Flora, von der Fauna, von der Bergigkeit, von den Straßen, von der Sprache. Gibt es ein paar Möglichkeiten. Okay, hier haben wir noch einen großen Truck.
Komm, hast du eine URL und bist dann zufällig aus dem Land? Wo die URL herkommt. Jo, jo. Mal übrigens, wir waren in Serbien. 187 Kilometer. Dieser Witz schreibt sich von alleine. Nice. Oh no. Oh no. For the people. Ich glaube, ich brauche hier gleich nach nochmal eine urbane Map. Irgendwas mit Innenstädten. Technology Innovation Center. Du da hinten bist spannend. Wer ist das hier schon wieder? Oh Gott, welche Flagge ist denn das? Sind wir? Okay, hier geht es nicht um eine Adresse, sondern um eine Woman-Section. Hallo, Angela Merkel, da stand Nigeria. For real? Ey, immer mit Chat zusammen. Macht viel mehr Spaß so. Oh mein Gott. Ja, smart. Richtig smart. Guter Tipp. Dankeschön. Wir sind wahrscheinlich nicht zentral. Was sagst du? Worship with us. Odok Bolu. Falls das ein Ding sein sollte, was wir hier auf der Zoom-Stufe finden können. Oh, true. Den da drunter übrigens. Gut. Whoops. Good one. Odok Bolu. Okay, das passt auf jeden Fall hier schon mal von den Namen der Städte. Sind wir bergig? Geht so. Ist hier irgendwas bergig? Geht so. Was haben wir denn? Wir haben viel Grün auf jeden Fall. Hier sind viele Städte mit O. Kilometer läuft. Hätten wir uns auch 2 Minuten auf der Karte schauen können, aber ich habe einfach mal auf Senden gedrückt. Und der Brief kam an. Santiegirisee. Wann werden Städte endlich durchnummeriert? Du meinst wie französische Straßen? Chat, ist das Linksverkehr? Sind wir in der Türkei? Da oben so? Warum steht das Schild hier auf dieser Seite? Gib mir mal den. Nee, der Truck fährt richtig, okay. Vielleicht tut man einfach Schilder hier hin.
Jo, hallo Caro, hallo. Okay, Truck will uns nicht helfen. Ah, und du sagst einfach gar nichts. Okay, kursen wir mal weiter. Ignorieren wir mal, dass dieses Schild da so steht. Mutig, da lang zu laufen. Aber wenn man keine Wahl hat. Ey, diese Straße haben sie aber auch in den Boden reingekloppt, oder? Der Weg führt hier jetzt lang. Krasse Gegend. Einfach so ein Unterschied zu vorhin. Das verwirrt mich jetzt nur noch, dieser Name. Was? Nee, Afrika war für mich schon komplett raus. Von der Mutti, die hier mitschwingt. Ich würde dann schon irgendwo eher hier so einsortieren, aber ich kann die Sprache nicht zuordnen. Ganz viele Üs und jetzt gerade aber die Ös? Warum auf einmal Ös? Geht's mir gut? Natürlich geht's mir gut. Ja, wenn es mir nicht gut gehen würde, wäre ich nicht hier. Jo, Schild, Schild, Schild. Also ich glaube, die Gegend ist immer noch in Ordnung. Bleiben wir mal hier, gucken, was noch so kommt. Ja, es ist türkisch und das sieht so türkisch aus, aber der Rest erinnert mich hier nicht an Türkei. Okay, Tankstelle oder random Bierwerbung. Ist eine Tankstelle, okay. Ja, genau, so ein bisschen trockener, ein bisschen flacher. Oh mein Gott, das Google-Auto musste tanken! Chat! Das Kugelauto musste tanken. Let's go, Eurodiesel. Coca-Cola am Start. Okay, mit Restaurant und Hotel direkt hier. Ja, ich sag mal hier, ne? Da so eine Straße. Komm, bitte fahr noch jetzt ins Hotel rein. Wäre so witzig. Okay, ne, er grüßt schon wieder raus. Komischer Move. Okay? Wird Flex. Sonst macht ihr auch keine Pitstops. Mit dem Haus geht's nicht so gut. Ja, Chef, was soll ich sagen? Ding Dong. Krass. Hier in der Gegend schaut's so aus. Wow, I didn't know that. Okay, letzte Map, letzte Map. Hat das B da irgendwas zu bedeuten? Auf dem Truck steht auf jeden Fall 130 Meter. Ah, ja, klar, hier sind wir. Das sind doch schon wieder. Hat hier jemand Bock, eine Flagge aufzuhängen? Okay, du bist gar nichts, dann drehen wir mal um. Wo ist mehr Stadt vielleicht? Da hinten nicht. Können wir hier rein? Okay, wir können da nicht rein. Dann ist das hier unsere Gegend, würde ich sagen.
Wir können noch nicht nach links, okay? Ja, aber echt relativ schön hier. Ein bisschen frei alles, aber... Gute Straßen, schöne Häuser. Ein bisschen Baukastenprinzip hier, aber es passt ja. Passt gut rein, passt gut rein. Die da hinten vor allem. Hey, ich mag das, wie bunt es hier einfach alles ist. Knallrot, knallblau. Aber keine Flaggenmasten. Ich hab mich eingesaut. Diese Holzhäuser hier drin, ne? Die sind doch eigentlich prädestiniert dafür, dass was dran ist. Die Farben kommen so vor, weil die Türkei gerade Chinohosen beige war. Das stimmt. Es war gerade schon sehr grau alles. Ey, das ist einfach nur geil gebaut. Ich meine, das Gras kämpft sich so ein bisschen durch diesen sandigen Boden durch. Der sandige Boden gibt mir so ein bisschen zu denken, wo wir sein könnten. Aus irgendeinem Grund möchte ich mich nämlich auch gerne hier hinsetzen, aber die Schrift spricht dagegen. Vielleicht sind wir Belarus? Ich mach mich mal dahin. Ich meine nicht, dass ich die Flagge erkennen würde, wenn sie hier wäre. Das hier sieht halt für mich immer gleich nach Amerika aus. So ein Sendemast. Where we droppin', boys. Oh nee, Tiefkühldonuts. Die sind's nicht. Die sind's gar nicht. Ah, da. Wir sind jetzt der Truck. Okay, und die Straße geht sehr weiter. Lass mal einfach senden. Okay, wir waren in der Mitte von Russland, by the way. Das ist der rundeste See, den ich je gesehen habe. Ich hatte gehofft, wir können zu diesem See scooten, aber können wir leider nicht. Ja, okay, 14.000 Punkte. 14.000 Punkte. Also auch so nach da oben hin, wo ich... Ey, aber ich hätte hier halt schon irgendwie auch so Tundra-mäßig vermutet, aber vielleicht... Nee, Moment. Wir sind hier noch auf einer Ebene mit Finnland, ganz unten. Wahrscheinlich ist das eher hier so oben. Ey, Russland ist für mich einfach... Russland ist für mich einfach so ein schwarzes Loch vom Verständnis her. Okay, welchen machen wir? Welchen machen wir? Europäische Union hat viele Locations, nicht so frequentiert. Popular Maps, Dumb Test, finde ich sehr amüsant. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich durchfallen werde. Ah, sowas ist das. Oh Gott. Die haben wir beim letzten Mal gefunden, aber auch nur, weil ihr mir gesagt habt, wo die ist. Oh, nö. Ja. Good job, Leute. Good job. Beim Nike, St. Peter und St. Paul's. Irgendwo in Moskau übrigens. Ja, ruhiger Tag heute, Caro. Alle am Arbeiten. Maybe. Irgendwo hier. Ich bin mir sehr sicher, dass die hier nicht ist.
Einfach rein in die Mitte. Ja, ich sag, bevor wir jetzt hier suchen, packe ich mich einfach mal casual 458 Meter davon. Oh. Oh. Das ist schwierig jetzt. Ich lieb, das ist unsere allererste Luftaufnahme gerade, ne? Und sie ist auch noch wunderschön. Krass. Ey, seit Los Santos, ne? Habe ich das hier nicht mehr gesehen. In der Mood. Wow, 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 wow. Oh, wir können sogar zoomen. Duisburg? Ja. Ey, das ist so gruselig, wie hier alles so gerade, diese geraden Linien sind, ne? Und es sieht einfach aus wie aus einem, mit diesem Dunst-Smog da drüber könnte es auch einfach ein Horrorfilm sein. Hier so grüne Berge. Alter, wie gut diese Aufnahme bitte ist. Okay, komm, packe ich uns mal nach New York. Wo? Ist dieses Schild? Mount Wilson. Oder ist es noch weiter hinten? Ich würde vermuten, irgendwo hier so. Yo, Hermit Falls. Okay, hier ist das Open Space Center. Das unter Burbank. Hier? Nee. Oder würde das mit. Das würde aber mit denen hier noch passen. Yo, Chuck Chair. Irgendwo hier ist die Gegend. Ach, hier, Hollywood Sign. Ey, so weit drin? Ach krass, das hier hinten sind die großen Berge. Smart. Das macht Sinn. Ja, wenn hier dann das Hollywood Sign ist, ist es irrelevant, welche Richtung wir schauen. Wahrscheinlich da. Ja, okay. 173 Meter. Ding, ding, dong. Oh, der sieht sehr unsympathisch aus. Der hingegen sieht sehr sympathisch aus, Leute. Der sieht sehr sympathisch aus. Moment. Welches Washington meinen Sie? Die Frage ist nur, sind wir im Capitol? Oder sind wir im White House? Ich möchte gern hierhin weiter. Oder in einem anderen Regierungsgebäude? Das ist nur das Ziel vom President. Ich lieb's, wenn Stühle immer nur so random Deko sind. Man sich aber auf gar keinen Fall dahinsetzen darf. Gibt's Ärger. Yo, Google-Mann! Entschuldigung, wo ist der Google-Mann? Ich meine nicht Clinton.
Warum können wir da nicht reingehen? Oh, sad. Sad. Dann gehen wir mal rum. Yo, happy arbeiting. Krasser Tisch. Krapfen? Oder Berliner? Pfannkuchen? Bist du eigentlich in irgendeinen Raum hier reingegangen, Freundchen? Oder turnst du nur außenrum? Ja, ja, ja. Okay, wir sind drin, wir sind drin. Der rote Raum. Ich will aber in den hier, ich will in den hier. Ich habe die Hoffnung, dass hier irgendwo ein Schlüssel liegt. Oder zumindest ein Ausblick in den Garten. Das ist das Kapitol. Das heißt... Und da ist vor allem das Washington Monument. Smithsonian Castle, maybe? Aber es ist schon sehr... Ne, wir sind im White House, wir sind im White House. Oder? Wir schauen hier runter und es ist auf der linken Seite. Ich pack uns jetzt mal straight hier rein. Ding Dong, 7 Meter. Mach mal so. Oh no. Oh no. Oh no. Wo ist Pisa? Chat, Hilfe! Pisa bin ich immer komplett aufgeschmissen, wo der ist. Hier links. Oh, ich gucke immer an der. Ich gucke immer an der Ostküste, aber es ist die Westküste. Okay, ist Torre di Pisa? Ist es der Turm? Ist der Turm. Okay, check. Wo stehen wir davon? Wir sind. Ungefähr hier. Maybe da. Vielleicht noch ein Ticken weiter da. Ich sag hier. 8 Meter, okay. 8 Meter. Yo, Hipmaster Flash, hallo. Schön, dich zu sehen. Hallo, hallo. Krasser, das Bild kurz vor dem Umfallen vom Turm gemacht hat. True. Ich muss sagen, dieser Dumb-Test macht schon, dass ich mich sehr dumm fühle gerade. Okay. Arizona, Colorado, New Mexico und Utah. Four Corners Monument. Temporarily closed. Ding Dong, 13 Meter. Okay, 3 Punkte haben gefehlt. Komm, wir machen die Map nochmal. Wir machen die Map nochmal. Okay, und ich bin raus. Ja, keine Ahnung. Monaco? Das sieht nach Formel 1 Strecke hier aus, oder? Ja, Monaco ist easy, aber halt, wo in Monaco bitte? Ah, beim Yachthafen. Sag das doch. Ey, wo ist Monaco hin? Oh. Ist... Chat? Monaco verschwindet, wenn man zoomt? Ja. Da ist Monaco, okay.
Ich wollte gerade sagen, Monaco ist irgendwie wirklich gerade abgehauen. Maybe da so. Ja, wird schon passen. Okay, 57 Meter, ding, ding, dong, let's go. Okay, Amsterdam. Wo in Amsterdam steht dieser Schriftzug, auf dem jeder rumturnt? Bei einem Museum also. Okay, okay. Heineken Experience. Blumenmarkt, Dappermarkt, Sirupmarkt, Museumsquartier. Jo, und Albert Heijn. DHL Shipping Point. Irgendwo hier die Gegend auf jeden Fall, würde ich sagen. Jo, hallo Julian, du weißt, wo das ist? Nice. Wenn du uns einen Tipp geben willst, her damit. Let's go, let's go. Hey, Amsterdam auch einfach so schön. Universität ist auch verlockend. Ich war tatsächlich noch nie in Amsterdam, weil wir immer, wenn wir die Wahl hatten, nach Groningen gefahren sind. Chat. Entschuldigung. Bahnhof ist ein guter Tipp. Sind wir beim Sexmuseum? Das ist doch der Hauptbahnhof, oder? Central Station. I am Amsterdam Visitor Center. Irgendwo Photo Booth Monday Closing. Das ist eine Treppe. Schon die Ecke hier, oder? Das hier sieht mir halt allerdings. Aber nee, das ist der Museumsshop. Warum ist da ein Museumsshop? Aber hier sind wir zu nah dran. Sehen wir Wasser Heineken. Okay, da ist direkt so ein Wasserböbel, der rausschaut, ne? Nee, ist schon auf der Seite hier. Jo, ich hab Oldenburg gelesen. War sehr sympathisch. Hä, hey, aber okay, irgendwo hier die Gegend wird schon sein, oder? Aha! Aha! Wir waren doch im Museumsgebiet übrigens. I am Amsterdam sein. Aha! Da waren wir vorhin zuerst. Alle Bahnhofsfans so. Aber das Gute ist, dass I am Amsterdam ist hier das Visitor Center. Good job. Fooled me. Jo, moin, was geht ab? Servus. Wir sind noch wieder straight hier in der Mitte, oder? Ding Dong. Nein, wir waren übrigens nicht hier unten runtergefallen. Wir waren direkt da, wo ich meinen Bubble gesetzt habe. 6 Meter. Next one.
Fast, Julian, fast. Aber jetzt kannst du glänzen, jetzt kannst du glänzen. Wo steht der Berliner Fernsehturm? Sag es mir. Sag es mir. Wir haben eh keine perfekte Guest, deswegen ist es okay. Es ist nice, hier eine 25.000 zu holen, aber... Wer schaut denn auf Zahlen, Leute? Wer schaut denn auf Zahlen? Tower de Eiffel? So, wo... Wo davon stehen wir? Park im Hintergrund, wie es ausschaut? Ja, dann sind wir direkt bei den Füßen. Komm, Ding Dong. Ja, let's go, 5000. Welcome to fabulous Las Vegas, Nevada. Wo war da? Wo ist dieses Schild, ist nur die Frage. Welcome to Fabulous. Das Schild ist... sehr sympathisch. Ach nee, das ist der Flughafen. Ja, dann sind wir da. Let's go. 2 Meter. 2 Meter. Okay, 24.991. Chat, wir kriegen noch einen hin, okay? Wir kriegen noch einen hin, wir kriegen noch einen hin. So gut in der Zeit heute. Oh no. Welche von denen ist das? Zip, zip, zip. Ist es die hier? Oder ist es eine andere? Oh, da kenne ich mich in Rohn zu wenig aus. Oder ist das der Petersdom? Können wir da mal so ein bisschen hin scooten? Nee, okay, hier sind schon diese ganzen Kreise drumherum. Das könnte schon wirklich hier. Probieren wir es mal. Aber noch so ein bisschen weiter die Straße rein. Vielleicht sind wir komplett woanders. Ja, okay, 44 Meter, aber aus irgendeinem Grund kriege ich noch die 5000 Punkte. Let's go. Okay. Das ist jetzt ein bisschen tricky, weil viele Leute denken Tatsache, das Zeichen wäre nicht im Museumsbezirk, den ich jetzt auch erstmal locker wieder eine Stunde lang nicht finden werde, sondern ganz woanders. Museumsquartier. Es ist aber Tatsache hier. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Wenn man dieses Schild sieht, das ist nicht der Hauptbahnhof, Leute. Das ist wirklich nicht der Hauptbahnhof, sondern wir sind bei Joyride Tours. Kann man durcheinander bringen. Aber das würde ich niemanden je irgendwie zur Last legen. Okay, wir sind Tower Bridge, wir sind in London. Also jetzt gerade schenken sie uns die Punkte auch einfach, oder? Das ist schon ein bisschen sehr... Sehr geschenkt. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Wo ist die Stadt? Warte mal, wir haben mehr auf der rechten Seite. Ah, okay, gut. Wo ist Alcatraz? Ist das da hinten Alcatraz? Komm, einfach send it. 74 Meter, let's go.
Let's go. Ja, okay. Golden Gate Bridge, San Francisco. Okay? Man kann die alle relativ easy durcheinander bringen. Warte mal, ist eins davon nicht der... Wo ist der Big Ben? Ne, warte mal, hier ist das Eye of London. Jo, Dome, willkommen zurück. Hast du zwei Abend gemacht? Nice. Wo ist dieses komische Ei? Bochum! Bochum, da, London Eye, Westminster Bridge. Sind wir direkt in der Mitte der Brücke? Okay, wir haben Westminster hinter... Aber warum sehen wir eigentlich Big Ben gerade nicht? Ist das hier überhaupt Big... Bin ich dumm gerade? Wir hatten doch schon Aufnahmen, wo der locker immer sichtbar war. Oder war das Citygesser? Haben wir Citygesser überhaupt gespielt on Stream? Oder war es nur auf Stream? Ja, da kommt hin. Nein, wir waren übrigens nicht im Wasser. 5000 Punkte. Let's go. Space Needle Seattle Center. Okay, mit etwas Glück. Wo ist Seattle? Mit etwas Glück kriegen wir eine 25.000er Runde hin. Wo ist Seattle? Da oben Washington, let's go, guck bitte an der richtigen Ecke, Tim, dankeschön. Okay, wir sind hier beim Halbkreis, okay, wir stehen relativ hier so. Wie fühlt es sich an, Epic Gamer Moments live mitzukriegen? Spürt doch eher das Dopamin durch die Adern gepumpt